herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys. Ihr habt meinen Kanal, ob Glück oder Können, wenn es will. Abonnieren, liken, kommentieren und ihr wisst Bescheid, Tundralauf, die dritte. Ach, ihr müsst nicht fragen, warum. Abonnieren, liken, kommentieren und aktivieren. Instagram und Twitter unten im Schreiben verlinkt. Drückt die Daumen, dass er nicht jetzt schon wieder nach allen möglichen greift, sonst habe ich keine Ahnung, was ich machen kann. Ich habe schon zwei Aufnahmen abgebrochen, weil meine Figur als nach irgendwas gepackt hat und ich kann es nicht unterbrechen. Ich hatte schon einmal, ich weiß nicht mehr warum. Ist das schon eine Season her? Okay, wir sehen gleich, ob mein kleiner Pinguin zugreift. Oh, perfekt, es funktioniert. Ich habe das Spiel neu gestartet und er packt keine anderen Fall Guys mehr. Perfekt, wir sind ein süßer kleiner Pinguin. Und jetzt geht's los. Theoretisch haben wir die Karte 1 im Griff. Und Karte 2 wissen wir auch, was wir zu tun haben. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Aber praktisch sehen wir gleich. Und ja, wie jeder, der es einfacher will, gehen wir außen lang. Weil das für uns der schnellste Weg ist. Und ja, ich bringe nochmal Vollgeist so kurz hintereinander, obwohl eigentlich Trackmania angesagt wäre, weil es mir Spaß macht und ich auch so viel von der neuen Season zeigen will, wie es geht. Und mich hoffentlich auch steigere. Das letzte war Wunschdenken. Okay, Knackpunkt, es gibt noch keinen. Der Ventilator kommt, Vorsicht, hier bleiben. Ja, Ventilator kommt nochmal, ja, und jetzt Angriff. Junge, Fall Guys, ey, ohne Scheiß, das Spiel wäre so easy, wenn es keine anderen Mitspieler gäbe. Weil die immer im Weg sind. Okay, das schaffen wir vielleicht. Ja, nein, ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, jetzt, ja, wir sind dabei, Nummer 23. Yes, ich sag doch, langsam kriegen wir die Karte 1 im Griff. Hat ja nur 20 Mal die Karte 1 gebraucht, um weiterzukommen. Boah. Jetzt müssen wir Runde 2 auch so schaffen. Haha, bis gleich. Es folgt Skyflug. Karte Nummer 2. Und theoretisch können wir die auch, weil wir geübt haben. Nur Karte Nummer 3 bricht uns zeitlich immer noch das Genick. Aber egal. Ja, immer durch die Ringe durch, immer durch die Ringe durch. Und wir sind immer noch der süße Pinguin. Yes, mit Fliege. Okay, am besten natürlich schon nicht Bronze. Aber ein Punkt ist besser als gar keiner. Ins Silber, das sind 3 Punkte, nicht auf das Brett. Am besten jetzt ins Goldene. Nein, ich mag das nicht bei Fall Guys, warum der da nicht springt. Der meint, das ist der Punkt, wo er nicht mehr springen muss. Okay, wir haben schon mal 6 Punkte, ist auch sehr schön. Nein, das kriegen wir nicht, scheiße. Okay, ja, der Silberne, den könnten wir kriegen. Und Angriff, yes, 2 Punkte. Okay, bis jetzt hat sich jetzt einer qualifiziert, 1 Punkt. Nicht darauf, ja, perfekt. Und einmal in die goldene Mitte. Nein, aber Silber ist auch okay, sind nochmal 2 Punkte. 5 haben sich qualifiziert, das könnten wir schaffen. Wir brauchen noch 3 Punkte und wenn er aufsteht und sich nicht blocken lässt, kommen wir durch Silber, brauchen noch 1 Punkt. Oh mein Gott, wir schaffen es auf jeden Fall. Und wir sind weiter. Perfekt, wir haben die Karte Nummer 1 und Nummer 2 gemeistert bei Wintersport. Endlich können wir die beiden ersten Karten. Jetzt werden wir bei der nächsten Karte rausfliegen, das ist ganz normal. Ich komme da zeitlich nicht hin. Also, ja, das Üben hat sich gelohnt. Es war nicht lang, aber es war gut. Bis gleich. Wir sehen uns wieder. Ehrlich? Ja. Und Frostspitze. Ja, die können wir theoretisch auch langsamer. Wir sind zu langsam auf der Karte. Drück die Daumen. Jetzt ohne Scheiß, drück mir die Daumen. Das einzige Problem, was ich hier habe, ist auch wieder die Zeit. Weil ich nicht schnell genug da hochkomme. Okay, vielleicht geht's jetzt. Ich bin auch ganz entspannt. Okay, nicht vergessen, alter Mann, links kommt eine Faust, rechts kommt eine Faust. Weil ich das nämlich jetzt mal vergessen hatte. Okay, Wind, ja, kein Problem. Komm in die Mitte, Ball, guten Tag, lieber Schneeball. Ja, wir kommen hoch, wir schaffen es. Ja, wir wollen rechts lang, das ist ja für mich jetzt der bessere Weg. Einmal auf die Plattform, nach vorne jumpen, nicht in die Fallen reingehen. Okay, der riesen Eisberg ist im Weg. Ich meine, Ball, der Balling. Geht einfach runter. Da schubst du ihn schon weg. Okay, ja, nein. Oh, was machen wir denn da? Okay, jetzt hier hoch. Hechtsprung. Ja, sieht sehr gut aus bis jetzt. Sind, glaube ich, auch noch sehr gut dabei. Jetzt müssen wir Geduld haben. Erste Faust, ja. Zweite Faust. Oh, geil.
nein, nein, nein. Oh, oh, nein, ja, nein, nein, nein. Ball, au. Ruhig, ruhig, ich sehe nichts. Ja, Faust, stopp. Und weiter und stopp. Nee, wir können gleich weiter. Perfekt, stopp. Und durchziehen. Ja, bis jetzt denke ich mal, ist das gut. Ich bin mir nicht sicher. Nicht vorher springen, ganz außen am Rand. Ja, hoch, ja. Ja, nein, wir kommen nicht weiter. Es sind zu viele vor uns. Danke fürs Zusehen. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und wir haben Runde Nummer 2 und schon wieder Tundralauf. Wir spielen ja immer noch Wintersport. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin zu alt dazu. Okay, theoretisch kommen wir Runde 1 und 2 durch und bei Runde 3 schalten wir wieder aus. Wie in der Runde Nummer 1, also in Runde Nummer 1 von dieser Folge. Aber das ist schon mal besser als in der letzten Folge. Glaubt mir nicht, wie viele Aufnahmeversuche ich brauchte. Bis jetzt bin ich bei der ersten richtigen Aufnahme. Wenn man bedenkt, dass zweimal der Fehler drin war, dass er als nach was gepackt hat, was ja dann nicht mit dem Lauf an sich zu tun hat. Aber bis jetzt war es der erste Lauf, die erste Runde, die erste Aufnahme. Jetzt ist es immer noch die erste Aufnahme und wenn ich den zweiten Lauf jetzt auch komplett so schaffe, haben wir ein Video. Nicht vergessen, ob Glück oder Können, wenn es will, abonnieren, liken, kommentieren und aktivieren. Und Instagram, Twitter und in der Beschreibung verlinkt. Und es ist bald Weihnachten, liebe Freunde. Es ist bald Weihnachten, das Fest der Liebe und Familie und auch Geschenke, ich weiß. Aber Familie und Liebe sollte im Vordergrund stehen. Hat mich jemand gepackt oder bin ich gerade gestoppt? Schneller, schneller, Faust, nicht Goethe. Okay, bis dato sieht es noch okay aus. Wir nehmen auch wieder den Weg außen lang. Wir sind ein fauler Pinguin. Wir wollen den kürzesten Weg nehmen. Oh, yes. Okay, bis jetzt sieht es immer noch gut aus. Wie gesagt, der Ventilator hier abwarten, bis er wieder zurückkommt. Keine Vollgas im Weg, perfekt und einmal durch. Jetzt kommt der Punkt, der mich immer am meisten platt macht. Das ist der hier. Und der, wir kommen nicht weiter. Doch, wir sind 17. glaube ich. Wir sind weitergekommen. Perfekt. Langsam kriege ich den ersten Abschnitt hin. Langsam kriege ich Tundralauf sehr perfekt hin. Nee, perfekt der erste. Den habe ich leider nicht. Aber ist gut. Bis jetzt bin ich bei der Vollgasaufnahme sehr entspannt. Entspannter als eben bei Warzone. Fortnite war auch noch einigermaßen entspannt, aber... Das wird sehr entspannt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und jetzt haben wir wieder Skyflug. Deutsch und Englisch in ein Wort. Boah, ist das geil. Oder Flug ist doch der Flug gemeint, nicht der Flug vom... Ja. Wie kommt man in die Mitte eigentlich rein? Das ist eine sehr gute Frage, die... Egal. Okay, wenn wir uns jetzt konzentrieren, ruhig machen, kriegen wir das auch hin. Und wir sehen uns dann in dem dritten wieder. Lassen wir euch mal alle ein bisschen vor. Ich möchte ja nur durch die Ringe. Da geht es ja nicht wirklich, wer erster ist, sondern Hauptsache man kommt durch. Scheiße, der Versuch war, ja, das war wieder die Gier. Unbedingt ins Goldene reinzukommen. 3 Punkte haben wir. Da war die Gier wieder riesig. 4 Punkte insgesamt. Einmal bitte in die Mitte. Am besten von der Plattform aus. Nein, aber 2 Punkte sind auch okay. Okay, 6 Punkte. Einer hat sich qualifiziert. Wow. Yes. Ich sehe nichts. Oh, ich bin genau auf dem Feld gelandet. Auf der Jump Pad. Oh, Kacke. Ich liebe es. Ich habe irgendwie Angst, wir qualifizieren uns nicht. Komm, aufstehen. Ja, Silber. 2 Punkte. Ja. Stoppen. Und einmal bitte ins Goldene. Yes. Qualifiziert? Ich habe mich qualifiziert. Habe ich mich qualifiziert? Ich hatte nur 11 Punkte. Kriegen das Goldene 4? Okay, cool. Wir sehen uns gleich wieder. Das heißt, wir sind bei Frostspitze dabei und versuchen diesmal die Frostspitze zu schaffen. Drückt mir bitte die Daumen. Es ist wirklich nur Zeit, die mir fehlt. Bei Frostspitze wäre ich da nicht vorhin gegen die ganzen... gegen die Faust und als aufs Katapult. Dann wäre ich vielleicht sogar reingekommen. Ah, falsche Seite. Verdammt. Lohnt sich da außen rum zu laufen? Nein. Eigentlich könnte das doch ein Vorteil sein, oder? Nein, wir werden aufgehalten. Oh, Kacke, das war's eigentlich schon, glaube ich, oder? Ja. Oh nein, Ventilatoren. Oh, geil, das hat was gebracht. Nicht auf die Plattform. Ja, ich glaube, es könnte klappen. Ich bin mir nicht sicher. Wir bauen das hier. Ja. Perfekt. Okay, soweit ist es, glaube ich, gut. Aber wenn ich sehe, wer alles vor uns ist, glaube ich nicht. Faust 1. Ja, perfekt. Wir nehmen mit.
bitte. Yes, ich wollte da gar nicht hin. Komm, Faust, ja. Faust. Okay, Faust, los. Und Faust. Und durchziehen. Okay, könnte funktionieren, könnte nicht funktionieren. Wir sehen es gleich. Nein, ich glaube, wir schalten wieder aus. Aber... komm, ich komme weiter, ich komme weiter. Wir kommen weiter zum ersten Mal bei Wintersport. Wir kommen weiter. Wow. Wir kommen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Geil. Ich freue mich. Und als nächstes. Schneeschieber. Ah, davon habe ich gehört. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es nur bei einem anderen großen YouTuber gesehen. Und ich glaube, wir müssen die Eisflächen eigentlich einnehmen, damit der Ball riesengroß groß wird. Soweit kam ich noch nicht. Ich habe das schon mehrfach gespielt. Ey, soweit kam ich nicht. Geil. Ey, in Blau sehe ich richtig gut aus. Wir müssen alles mitnehmen an Eis. Komm, wir müssen alles einpacken. Ja, unser Ball muss riesengroß werden. Komm schon, Kinder, das schaffen wir. Wir können in die Mitte, aber wir können auch alles sammeln, was wir jetzt finden. Da wäre ich eher für, weil ich glaube, das war von den großen YouTubern ein bisschen falsch. Weil es geht ja auch darum, dass wir alles mitnehmen, was wir hier finden. Ey, geh aus dem Weg, ich will dich nicht blockieren. Falsche Richtung, lass uns doch einfach... Boah. Okay, wir verlieren, glaube ich, weil mein Team ist so richtig schlecht. Wir müssen auf die Eisfläche, wir müssen alles sammeln. Okay, wir müssen nur besser als rot bleiben. Ich sehe nichts. Und bis jetzt sieht es eigentlich noch gut aus. Ihr wisst, dass wir auf die Eisflächen müssen. Ich meine, die Schneedinger mitnehmen können. Umso mehr wir mitnehmen, umso größer wird der Ball. Ey, seid ihr eigentlich doof? Okay, ich scheide aus, weil mein Team ist einfach nicht in der Lage zu raffen, um was es in dem Spiel geht. Es geht darum, die Schneedinger aufzusammeln. Wir machen einen Schneeball, Mann! Okay, das war's. Aber hey, so weit kam ich noch nie. Aber ich bin froh, so weit gekommen zu sein. Aber hey, du blockierst dich gerade selber in dem Spiel. Also ich bin gerade selber eine... Ja gut, das war's. Wir sind raus. Weil die Roten sind nicht wirklich das Problem, sondern mein eigenes Team. Aber so weit kam ich noch nicht. Ich bin stolz gerade, dass ich endlich mal... Ihr wisst, dass hier überall Schnee liegt. Wir müssen das hier sammeln. Ja, danke, ihr Roten. Ihr seid so geil. Ihr habt's kapiert. Nein, wir schaffen es nicht. Schade. Aber das liegt daran, dass meine Blauen, ich mal auch durch falsche YouTuber, nicht falsche YouTuber, sondern durch YouTube, es völlig falsch verstanden haben, dass man einfach nur Schnee sammeln muss. Beziehungsweise es gar nicht kapieren, dass wir den Schnee aufrollen müssen. Es geht um einen Schneeball. Junge, da liegt überall Schnee! Na, endlich! Vielleicht schaffen wir es doch noch. Nein, sieht nicht so aus. Obwohl, oder? Oder könnte noch gehen? Ey, schaffen wir das noch? Ja, wir haben uns doch noch qualifiziert. Ist das geil. Ich habe schon gedacht, mein Team ist so inkompetent, aber ich bin auch nicht besser. Oh, Finale. Geil. Haben wir im Finale? Dünnes Eis. Ja, dann fliege ich raus. Das hatte ich schon mal privat, aber das hat nicht geklappt. Egal, soweit kam ich noch nie bei Wintersport. Ich habe es wirklich schon mehrfach gespielt, die Tage. Ich bin gerade happy, dass ich so weit gekommen bin. Dachte gerade, mein Team schafft es, dass wir uns selber ausmocken. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich finde es auch cool. Es ist so eine komprimierte Art von Waben, von dem Wabenspiel. Aber ich kann es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal überall lang. Versuche nicht alles kaputt zu machen, sondern nur so ein bisschen. Obwohl, wir können ja eigentlich mal über die Dinger mehrfach drüber laufen. Dafür sorgen, dass die Leute tiefer müssen. Weil am Anfang denke ich mal, ist das sehr easy. Wir wollen dafür sorgen, dass die auf jeden Fall runter müssen von den Platten. Also das ist ja natürlich für manche sehr easy, sich gar nicht zu bewegen.
Okay, ich werde aus Dummheit wieder rausfliegen, weil ich so Spiele gar nicht abkann. Als finales Spiel ist das sehr langlebig, kann das sein? Schön, wenn wir hier lang rutschen. Oh, 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 nein, 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 nein. Ich bin wieder hier hoch. Ist das? Okay, ich wollte sagen, ist noch keiner rausgeflogen, aber das stimmt nicht. Ich sehe nichts. Oh, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Guten Morgen. Noch besser haben. Ich bin hier mit raus. Peace. Ich habe wirklich nichts gesehen.